Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Finnbars Baustellenwelt. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Das hier ist das Müllfahrzeug, das neue. Hast du Geld ausgegeben? Ja. Wie viel? 25 Euro. Genau. Das ist ein 35-Euro-Set leider. Ich war Dienstag, den 3. Januar bei Müller und das Set war auf 25 Euro reduziert. So, wir haben die Setnummer 60386. Wir haben drei Figuren und ein Kätzchen dabei. Und es enthält neben einer hübschen Rückseite 261 Teile. Waren es eine Anleitung oder zwei? Drei. Hier seht ihr den leeren Stickerbogen. Finnbar hat also sämtliche Sticker aufgeklebt. Fangen wir mit den Figürchen an. So, also der gute Herr trägt reflektierende Kleidung, eine blaue Käppi, einen Vollbart und eine silberne Schaufel, über die Finnbar sich riesig gefreut hat. Und hinten reflektiert er auch noch. Gut, auch sie trägt reflektierende Kleidung und Handschuhe. Ah, Handschuhe auch noch. Sie guckt nett. Eine hübsche Frisur und einen Besen. Und die Dame, die zur Katze gehört. Ich finde ja das Oberteil richtig klasse. Hier mit dieser Muschelkette um den Hals und den Bäumen da drauf. Und sie hat eine Fahrkarte, ein Ticket, das sie gerade wegschmeißt. Das Teil kenne ich auch noch nicht, könnte neu sein. Ja, hinten ist nicht viel los, außer ein freundliches Wendegesicht. Was wir euch nicht vorenthalten dürfen, ist diese krasse Frisur. Diese gedrehten Korkenzieherlocken und richtig pompös. Gut, machen wir mit dem Kleinen weiter. Wir haben hier so eine halbe Straßenplatte in grün. Ja, in dem Zusammenhang macht es mal halbwegs Sinn. Es hätte auch eine normale Platte sein können, aber was soll's? Wir haben ein weißes Kätzchen. Ist das ein Kindkätzchen oder ein Erwachsenes? Ein Kindkätzchen. Da steht ein Bäumchen und hier haben wir Müllcontainer mit Müllsortierung. Restmüll oder vor allem Biotonne, Papier und Glas. Ja, das ist leider alles über Sticker gelöst. Wobei ich verstehen kann, dass es auf einer Tür schwer zu drucken ist. Das Ding ist, wenn die Sticker so perfekt werden in der Farbe, dass man gar nicht sehen kann, dass es ein Sticker ist. Es ist egal, aber man sieht es halt. Aber das hier mit diesen Mauersteinen ist schön gemacht. Hey, man kann das an beiden Seiten öffnen? Aber ist nicht dafür gedacht. Nicht dafür gedacht? Wo kann man es denn ursprünglich öffnen? Na, da, wo du gerade zeigst. Okay, gut. Das Autochen darf ich euch auch nur oberflächlich zeigen. Finnbar möchte natürlich im Spiel euch alles genau zeigen. Aber können wir wenigstens einmal zeigen, wo ein falsches Teil dabei war? Unbedingt. Dann klapp auf. Hier ist so ein 1x2er-Technik-Brick mit zwei Löchern eigentlich auf der Seite. Und auf der anderen Seite haben wir kein weiteres Teil mehr davon gefunden und haben dann aber einen braun durchsichtigen 1x2er-Brick dafür gehabt. Das heißt, da ist ein Teil falsch beigelegt worden. Also was ich schon mal sehr cool finde, ist die Scheibe hier vorne und dass das hier so platt ist, das sieht wirklich von der Form her aus wie ein deutsches Müllauto. Hier sogar so eine Trittstufe, an die wurde auch gedacht. Und so sieht das Führerhäuschen aus. Okay, da ist nicht viel los und da passt auch nur ein einziger rein. Das ist das hübsche Autochen. Und natürlich kann das noch was. Ich muss dieses Ticket in den Müll schmeißen. Miau. Hallo, ich heiße Mounzi. Der Müll wird abgeholt. So, wozu habe ich heute als erstes Lust? Papier. Ja, Papier stinkt nicht. Also. So. Ja. Und rein damit. Das ist die erste coole Funktion. Okay, was ist die zweite? Die ist noch nicht rein, stimmt's? Ja. Ich muss ja allen Müll abholen. Na, dann hol ab. Finnbar, könntest du mir mal behilflich sein? Natürlich. Hier ist auch ein cooles neues Teil dabei. So, und? So, okay. Brumm, brumm. Wo sind wir jetzt? Na, auf der Müllkippe. Das ist eine neue. Aber ich wusste gar nicht, dass die so leer ist. Dachte, hier wäre schon mal einer gewesen. Naja, dann leere ich jetzt einfach aus. Hier oben ist der Müllcontainer verschlossen. Ja, gut. Kann also nicht ins Fahrerhäuschen rutschen. Alles leer. Also, man kann hier das Rädchen drehen und den Müll reinkippen. Hier kann man die Mülltonne richtig raufpacken.
Aber wenn da keine Mülltonne ist, könnte da auch jemand stehen. Hier, du hast doch gemeint, dass die Teile hier gibt es doch auch in Grau und das Lego die doch auch in Grau nehmen könnte. Ja, warum da Gelb drin verbaut wurde. An der Stelle braucht man es jetzt nicht wirklich, also hätte Grau sein können. Sieht man aber jetzt auch nicht groß, ist eigentlich wurscht. Aber so ein kleines bisschen Farbseuche haben sie mit eingebaut. Ach, wir haben wieder Radkappen. Weiße und graue. Verschiedene. Hier vorne ist weiß und hier hinten ist grau. Ja, auch die Art ist verschieden. Die Art ist verschieden? Ja, das hier ist wirklich das Teil und das hier ist wirklich auch so. Wir haben drei Bauanleitungen. Wir hatten ja auch drei Bauschritte. Hier sind die Figuren und die Müllcontainer. Hier ist das untere Gestell. Da müsste man sehen, wie die Radkappen aussehen. Und hier ist noch das obere, der eigentliche Müllcontainer. Das Set ist ab 5. Wir rechnen also mit einer simplen Bauanleitung und werden nicht enttäuscht. Absolut anfängertauglich. Oder gab es irgendwelche Schwierigkeiten? Gar keine? Mhm. Also kann man auch schon mit 4 oder 5 bauen. Ja. Wenn man ein bisschen Übung hat natürlich. Okay. Ah, das wollte er mitteilen. Hier sind die Radkappen so, diese weißen großen Teile mit lauter Übereck. Oh Gott, ist ja schwierig, die nochmal irgendwo einzubauen. Aber du kriegst das hin und nimmst das Müllauto eh nicht auseinander. Also ist auch wurscht. Genau, also das hier vorne sind Special-Radkappen, die weißen. Und das hier hinten, die grauen, sind normale Radkappen, auf die dann noch so eine Fliese kommt. 2x8 müsste das sein. Oder 2x6. 2, 4, 6. No, eher 2x6. Also das Müllautochen ist 6 Noppen breit. So, hier hinten ist noch die Teileliste in der Anleitung. Okay, das ist auch special, das kenne ich auch noch nicht. Und das hier ist definitiv auch selten. Und hier auf der Rückseite sind noch die letzten Teile. Und hier das Ding, hatte ich dir schon gezeigt? Ich weiß es nicht. Ja, in weiß. Hier, das Teil finde ich auch sehr besonders. Das Teil hier? Ja, das ist auch nicht so häufig, das stimmt allerdings. Das war sogar das erste Teil, das überhaupt verwendet wurde fürs Auto, oder? Ja. Und wie gesagt, hier vorne mit den Scheiben ist das wirklich sehr realistisch und optisch ansprechend gestaltet. Wow, ich will mir das mit nach Hause nehmen. Mindestens einen von diesen komischen Behältern. So, aber erstmal muss ich hier hinten die Tür aufmachen. Oh, Hilfe, ich bin umgefallen. Ja. So, miau. Ja. Oh, Glas ist aber gefährlich. Tut dir nicht weh, Kätzchen. Keine Sorge, die Müllabfuhr war doch da. So. Wo will denn die Mülltonne mit der Katze hin? Nein, ich will der Mülltonne. Mist, hat die funktioniert. Okay, möchtest du noch was dazu sagen? Es ist das beste Müllauto der Welt. Und ich weiß es, weil ich habe schon eins und das funktioniert gar nicht. Dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.